Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Abendveranstaltung. Wir freuen uns sehr, dass wir auch heute wieder eine Veranstaltung mit Publikum hier vor Ort durchführen und für weitere Interessenten der Veranstaltung einen Livestream anbieten können. Wir haben heute ein besonderes Programm, denn wir eröffnen eine neue Vortragsreihe mit dem Thema Alltag unter deutscher Besatzung in Europa 1939 bis 1945. Diese Reihe veranstalten wir gemeinsam mit Professor Dr. Tatjana Tönsmeier vom Historischen Seminar der Bergischen Universität Wuppertal und mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Die Reihe umfasst insgesamt 6 Veranstaltungen und wird über ein halbes Jahr verteilt laufen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach den Alltagserfahrungen und den Überlebensstrategien von Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs in den von Deutschland besetzten Ländern und Regionen Europas lebten. Zu vergegenwärtigen sind dabei auch die Gewaltbedingungen, unter denen diese Menschen damals standen. Unser erstes Themenschwerpunkt ist das Thema Hunger und Mangelversorgung, Leben und Überleben im besetzten Europa 1939 bis 1945. Herzlich begrüßen möchte ich dazu die Podiumsgäste, Frau Professor Dr. Tatjana Tönsmeier als Mitveranstalterin, Herr Professor Dr. Peter Haslinger, der uns gleich eine Einführung in das Thema geben wird. Als Teilnehmende der Podiumsgesprächs außerdem Herr Professor Dr. Peter Romain aus Amsterdam und Herr Professor Dr. Jerzy Kochanowski aus Warschau. Zu unserer Lesung bislang weitgehend unbekannter historischer Quellen begrüße ich herzlich Frau Annette Daugart. Frau Daugart ist Schauspielerin und realisiert seit 2003 eigene Projekte am Kant-Theater Berlin. Nach dem Podiumsgespräch sind Fragen aus dem Publikum möglich, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen wieder schriftlich per E-Mail. Die Adresse wird während der Veranstaltung wiederholt eingeblendet. Für diejenigen, die hier im Saal ihre Fragen stellen, ist wichtig zu wissen, dass auch ihre Fragen im Livestream übertragen werden. Für den Weg zum Mikrofon muss ich Sie aufgrund der Corona-Hygiene-Vorschriften bitten, die Masken wieder aufzuziehen. Das heißt umgekehrt, Sie dürfen jetzt auch Ihre Masken abziehen. Über die Vortragsreihe in unserem Haus freuen wir uns umso mehr, als wir im Mai 2012, also vor knapp 10 Jahren, hier im Auditorium Zeugen eines Projektstarts sein konnten. Damals haben Frau Tönsmeier und Herr Haslinger über das von Ihnen initiierte, gerade beginnende neue europäische Forschungs- und Editionsprojekt informiert. Der Fokus sollte auf der Alltagsgeschichte lokaler Bevölkerungen unter den Bedingungen deutscher Besatzung während des Zweiten Weltkriegs liegen. Auf den Ergebnissen dieses noch laufenden Projekts basiert nun die Vortragsreihe. Dabei werden sich die einzelnen Beiträge mit verschiedenen Aspekten der Alltagsgeschichte beschäftigen. Und diese werden auch in vergleichender Perspektive für West- und Osteuropa näher beleuchtet. Ich möchte Ihnen nun kurz den Moderator des Abends vorstellen. Peter Haslinger ist Direktor des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropa-Forschung Marburg und Professor für die Geschichte Ostmitteleuropas am Historischen Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen. Gemeinsam mit Frau Tönsmeier ist er, wie schon erwähnt, Begründer des Forschungs- und Editionsprojekts mit dem Titel Societies Under German Occupation – Experiences and Everyday Life in World War II, das unter der Leitung von Frau Tönsmeier steht. Und Ihnen, Frau Professor Tönsmeier, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für die Konzeption der Vortragsreihe danken. Herr Professor Haslinger, Sie haben das Wort.
ist nicht so einfach. Ja, liebe Frau Dr. Riedle, sehr geehrte Damen und Herren, in der Tat schließt sich hier ein Kreis. Mir sind gerade, wie Sie es erwähnt haben, Frau Doktor, nochmal die Erinnerungen, wie wir hier den Start des Projekts präsentieren konnten, von dem wir jetzt, Sie haben es draußen gesehen, haptisch den Abschluss vermelden können. Der Abschluss liegt in Form vor einer Aktenedition, die es in dieser Weise noch nicht gibt. Und ich wollte Ihnen jetzt erstmal in ein paar Punkten erläutern, was so besonders an dieser Publikation ist, die den Zweiten Weltkrieg, glaube ich, von einer neuen Perspektive beleuchtet, und entsprechend davon gehen wir zwingend aus, zu neuer Forschung, zum Erschließen neuer Fragen und Felder führen wird. Sie haben es schon erwähnt, es handelt sich um einen gesamteuropäischen Vergleich. Also alle Länder, die unter deutscher Besatzung standen, von Norwegen bis Griechenland, von Frankreich bis Russland, sind in dieser Edition vertreten. Das ging natürlich nicht ohne die entsprechenden Sprachkenntnisse und Kontaktpartner. Was hier deutlich wird im Zusammenschau von 600 Quellen, die wir erhoben haben, ist, dass es sowohl Unterschiede natürlich gibt, die durch die verschiedenen Besatzungsregime auch erklärbar sind, die aber sehr auch auf die vorhandenen Gesellschaften zurückzuführen sind. Aber uns haben auch die Parallelen überrascht. Und Sie haben den Ost-West-Gegensatz, der auf der Hand liegt, erwähnt. Auch der Nord-Süd-Gegensatz spielt hier eine Rolle. Also Sie finden in diesen Dokumenten eine Vielzahl von sehr vergleichbaren Erfahrungen, trotz aller Unterschiede, die bestanden haben. Sie finden aber auch die Messlatte der harten deutschen Besatzungspolitik in jeder Quelle vorhanden. Besatzungsgesellschaft, das ist das Konzept, das Tatjana Tönsmeier im Vorwort sehr umfänglich erläutert und entwickelt hat. Das ist auch neu für die Geschichtswissenschaft, nicht nur in Deutschland. Wir erleben in diesen Dokumenten Gesellschaften, die existenziell und absolut abhängig sind von dem, was die Besatzungsmacht verfügt. Das nationalsozialistische Deutschland mit den verschiedenen Varianten, wie es mit den Gesellschaften in Europa umzugehen pflegt, ist die setzende Macht. Das kommt auch in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen, auch über den Weg von Zeitungsmeldungen zur Geltung. Das ist aber nur eine der verschiedenen Quellentypen, die wir hier aufgeschlüsselt haben. Wir haben es auch, das ist wichtig zu erwähnen, mit Gesellschaften zu tun, die sich von den Vorkriegsgesellschaften wesentlich unterscheiden. Es sind Gesellschaften, die vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen umfassen. Die Männer fehlen weitgehend. Es sind Gesellschaften, die in einer starken Hierarchisierung begriffen sind, wo also einzelne Bevölkerungsgruppen, vor allem jüdische Bevölkerungen, aber nicht nur, in einer negativen Sondersituation, die teilweise wirklich existenziell ist, beziehungsweise direkt in den Tod führt, in diesen Gesellschaften auch vorhanden sind, wo die Beobachtung der Entwicklung dieses Prozesses der Verrohung auch aus den Quellen deutlich wird. Selbst für Länder, die normalerweise wie etwa Dänemark als Länder gelten, die die Besatzungszeit eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern recht unbeschadet durchstanden haben. Was wir auch sehen, was aus dem mit Händen zu greifen ist in den Quellen, sind Anpassungsstrategien, ist der Versuch, die Situation für sich wahrzunehmen, die Chancen für sich zu ergreifen und da wirklich schwierigen Situationen das tägliche Überleben zu sichern, auch für Angehörige, gerade die Kinder sind hier wesentlich, für Angehörige das auch mit zu organisieren, Opfer zu bringen. Wir haben aber auch Mangel, nicht nur im Bereich Lebensmittel, auch Hygieneprodukte, Medikamente, Heizungsmaterialien, Kleidung. Also es spannt sich ein ganz breites Spektrum an Produkten und Erfordernissen auf, die hier, denen es hier nachzujagen gilt. Anders kann man es, glaube ich, nicht bezeichnen. Was auch, und das ist, glaube ich, wird dann aus den Quellen deutlich, von denen wir 14 Quellen als Ausschnitt aus den 600 Ihnen hier präsentieren,
ist, dass die persönlichen Erfahrungen die Ebene sind, wo, glaube ich, die Eindrücke und die Ergebnisse besonders vergleichbar werden. Natürlich, jeder und jede reagiert auf existenzielle Situationen unterschiedlich. Das kommt auch in den Tagebucheintragungen und das nennt man Ego-Dokumente, also den Selbstzeugnissen, sehr stark zum Ausdruck. Aber hier haben wir wirklich bestürzende Befunde, dass diese Situation, die schleichende oder abrupte Verschlechterung, auch existenziell bewusst gemachte Verschlechterung der Lebensumstände, welche Reaktionen das und welche Verarbeitungsprozesse das in den betroffenen Personen und Bevölkerungen auslöst. Die Entsolidarisierung, das sagen, Hängenbleiben an wirklich dem, was zum Überleben notwendig ist, sind hier die wesentlichen Punkte. Das ist also das, was Sie gleich auch in Beispielen vorgeführt bekommen und was wir auch in der Podiumsdiskussion etwas auffächern und erläutern wollen. Ich möchte aber noch einen weiteren, etwas technischeren Hinweis geben, was diese Quellenedition vor anderen Editionen oder vergleichbar macht mit anderen Editionen. Wir haben eine Projektstruktur wählen müssen wegen der Thematik, die Forscherinnen und Forscher aus allen betroffenen Ländern einbindet, teilweise auch noch darüber hinaus, wie Großbritannien. Wir haben also 15 Länder, also 15 Forscherinnen und Forscher aus 15 Ländern mit in einer sehr komplexen Struktur gehabt, teilweise Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre eigenen Quellen auch einbringen konnten. Wir mussten in 19 Sprachen arbeiten, inklusive eines entsprechenden Übersetzungs- und Gegenleseapparats. Das Ganze, also Sie können, ich mache hier einen Punkt, weil sonst komme ich A ins Schwärmen, dass wir das geschafft haben, B auch nochmal ins Nachdenken über die Komplexität und die Herausforderungen hier. Das alles wäre nicht möglich gewesen. Wir stehen jetzt hier stellvertretend für ein ganzes Team. Hier möchte ich allerzuvorderst Wladimir Borodje erwähnen, der neben Irina Scherbakova auch vom Beginn an diese Edition begleitet hat. Wie viele von Ihnen vielleicht wissen, ist Wladimir Borodje im Sommer plötzlich verstorben. Wir waren alle sehr geschockt. Die Edition war fast schon im Druck. Wir konnten sie gerade noch zurückziehen und quasi eine Danksagung auch in die Edition noch hineinbringen. Also diese Veranstaltung steht auch im Andenken an Wladimir Borodje und dem, was er der Edition an väterlichem, freundschaftlichen Rat, aber auch an Expertise, er war ja in etlichen Editionsprojekten auch aktiv, angedeihen hat lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zuvorderst zu sagen. Wir möchten aber auch natürlich, Tatjana Tönsmeier und ich, allen, die, und zwei sind hier stellvertretend für Polen und Niederlande da, aber das ist natürlich nicht die gesamte Runde, also allen Forscherinnen und Forscher, die hier mitgearbeitet haben, teilweise wirklich intensiv auch in Lokalarchive hineingegangen sind, damit wir ein besonders ausgewogenes Bild bekommen. Aber es gibt natürlich im Wuppertal, aber auch in Marburg auch ein Team, dem zu danken ist. Allzuvorderst möchte ich Agnes Laber und Francis Ipgrave danken, aber die sind nicht die einzigen. Also hier sehen Sie das Ergebnis des Zusammenarbeitens eines ganzen Teams, das wirklich mit Feuer und Flamme hinter diesem Projekt stand. Umso schöner, dass wir auch Geldgebern danken können, die hier das auch ermöglicht haben, kurz genannt die Leibniz-Gemeinschaft, die erste Projektphase, wo das Projekt am Herder-Institut angelagert war, gefördert hat. Dann das DHI Paris, das für Frankreich eigene Mittel und Ressourcen eingesetzt hat. Das Wissenschaftsministerium Nordrhein-Westfalen, die Universität Wuppertal. All diesen ist an dieser Stelle natürlich auch zu danken, denn ohne Geld gibt es keine Edition. Und last but not least, der Verlag Brill, ein international angesehener, global agierender Verlag, hat sich sofort für dieses Projekt begeistern können. Und wir sind wirklich sehr dankbar, tolle Zusammenarbeit, dass wir jetzt hier ein gemeinsames Doppelbuch, also zwei Bände vorliegen haben. Ja. Damit habe ich Ihnen hoffentlich schon Lust gemacht und Sie interessiert für die Quellenbeispiele, die jetzt kommen werden.
Ich darf mich an der Stelle erstmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, auch nochmal bedanken, dass wir hier zu Gast sein dürfen, das zweite Mal. Also sozusagen das Versprechen, dass wir wiederkommen, haben wir eingelöst und Sie haben auch die Zusicherung, dass wir das dann hier präsentieren können, ebenfalls ermöglicht. Vielen Dank dafür. Und wir hören jetzt aus dem Quellenbestand 14 Einzelquellen und würden die dann in der Podiumsdiskussion erstmal unter uns diskutieren, ein bisschen aufbereiten, wie wir das einzuordnen haben. Und entsprechend sind wir schon gespannt und neugierig auf Ihre Fragen. Und damit darf ich das Wort an Annette Daukart übergeben. Brünn, Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, 30. September 1939. Verwaltungsbericht an die Hauptstelle in Prag. Die Stimmung der tschechischen Bevölkerung hat sich im abgelaufenen Berichtszeitraum wesentlich verschlechtert. Der Grund hierfür ist nicht nur in der gespannten politischen Lage zu suchen, sondern auch in verschiedenen Maßnahmen, die die Tschechen nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Die Schuld an der Verknappung verschiedener Lebensmittel und wichtiger Bedarfsartikel wird selbstverständlich den Deutschen, der Nazi-Regierung, zugeschoben, obwohl die Tschechen besser daran täten, ihre eigenen Volksgenossen dafür verantwortlich zu machen. Seit Kriegsbeginn und seit dem Bekanntwerden der Bewirtschaftungsvorschriften im Reich hat eine Hamsterei eingesetzt, die die Angstkäufe im März 1939 um ein Vielfaches übersteigt. Lebensmittel, Schuhe, Strümpfe, Hemden, überhaupt Webwaren aller Art sind in Mengen eingekauft worden, die bei einem normalen Verbrauch niemals verwendet werden können. Da sich insbesondere die wirtschaftlich besser gestellten Kreise große Vorräte zugelegt haben, hat sich in der minder bemittelten Bevölkerung eine starke Missstimmung breitgemacht, die durch stundenlanges Schlangestehen vor den Geschäften nicht gerade gebessert wurde. Einige Geschäfte, wie zum Beispiel die Firma Meindl, sind von Anfang an bei Zucker dazu übergegangen, nur bestimmte Mengen an die Verbraucher abzugeben. Auch die Firma Bartha verkauft zum Beispiel nur 2 Paar Strümpfe auf einmal. Konfektionsgeschäfte geben täglich nur bis zu 60% der von ihnen vor 2 Jahren verkauften Menge ab, um den Bestand länger zu halten. Die Einführung der Lebensmittelbezugsscheine ist aus dem oben erwähnten Grunde von der minder bemittelten Bevölkerung begrüßt worden, während die besser gestellten Kreise dagegen opponieren. Diesen Zwiespalt benutzt die Flüsterpropaganda, die ihre Tätigkeit im Gegensatz zum Monat August im September verstärkt hat, um die Beunruhigung der Bevölkerung zu steigern. Frankreich. Gesetz vom 23. Oktober 1940 zur Einführung von Lebensmittelkarten. Die Verbraucher werden gemäß ihren Bedürfnissen in Kategorien eingeteilt. Es gibt die folgenden Kategorien von Verbrauchern. Erstens Kategorie E, Kinder beider Geschlechter unter 3 Jahren. Zweitens Kategorie J1, Kinder beider Geschlechter vom 3. bis 6. Lebensjahr. Drittens Kategorie J2, Kinder beider Geschlechter vom vollendeten 6. bis 12. Lebensjahr. Viertens, Kategorie A, Verbraucher beider Geschlechter von 12 bis 70 Jahren, die keine Zwangsarbeit ausüben. Fünftens, Kategorie T, Verbraucher beider Geschlechter von 12 bis 70 Jahren, die unter erschwerten Arbeitsbedingungen arbeiten, die viel körperliche Kraft abverlangen. Die Ausübung von Gewerbe, Handwerk und Berufen sowie auch spezielle Situationen, auf die sich Verbraucher berufen können, um in der Kategorie T eingestuft werden zu können, werden von der Liste bestimmt, die dem Erlass vom 9. März 1940 beigefügt ist. Die Verbraucher, deren Handwerk, Beruf, Spezialisierung oder deren Situation nicht in dieser Liste aufgeführt ist, können nur nach ministeriellem Erlass in der Kategorie T eingestuft werden. Sechstens, Kategorie C, Verbraucher beider Geschlechter ab 12 Jahren und ohne Altersbegrenzung, die persönlich und beruflich landwirtschaftliche Berufe ausüben. Getreideproduzenten, Weinbauern, Obstbauern, Gemüsebauern, professionelle Gärtner etc. sowohl als Eigentümer, die ihr Land selbst bewirtschaften
oder als Bauern, Pächter, landwirtschaftliche Arbeiter, Landwirtschaftsgehilfen, Rinderhirten, mit Ausnahme von Viehzüchtern und Viehhaltern, als auch Eigentümern oder Gutsverwaltern, die nicht selbst im Anbau arbeiten oder nur unregelmäßig oder in Ausnahmefällen. Siebtens, Kategorie V, Verbraucher beider Geschlechter über 70 Jahre, die aufgrund ihrer Beschäftigung nicht in die Kategorien C oder T eingeteilt werden können. Polen, November 1940. Bekanntmachung über das Vorrecht der Deutschen beim Einkauf. Erstens, den Deutschen bleibt morgens die Zeit von 9 bis 10.30 Uhr und nachmittags von 15 bis 16 Uhr zum Einkauf vorbehalten. Während dieser Zeit ist das Betreten der Läden für Polen verboten. Den Geschäftsinhabern ist jede Warenabgabe an Polen innerhalb der festgesetzten Zeiten untersagt. Zweitens, diese Regelung gilt mit sofortiger Wirkung für jede offene Verkaufsstelle, gleich welcher Branche, ausgenommen die Apotheken, falls Eilfälle nachgewiesen werden. Drittens, die Geschäftsinhaber sind strengstens gehalten, diese Vorschriften durchzuführen. Viertens, die deutschen Volksgenossen sind gebeten, eventuelle Verstöße bei der Verwaltungspolizei Brandenburger Straße 1 anzuzeigen. Kalisch, den 19. November 1940, der Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde. Grodno, Sowjetunion, 14. Oktober 1941. Bekanntmachung. Zur Sicherung der Ernährung der Stadt Grodno und zur Bekämpfung des Schleichhandels wird angeordnet, erstens, die Bauern dürfen ihre Erzeugnisse nur auf dem Skidlerplatz in Grodno in der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr täglich verkaufen. Zweitens, jeder Kauf und Verkauf auf den Straßen oder Plätzen der Stadt Grodno oder auf den Zufahrtsstraßen zur Stadt ist bei Todesstrafe verboten. Drittens, alle Juden liefern ihnen gehörende Fahrräder auf dem Landratsamt bis zum 16. Oktober 1941 einschließlich ab. Der Kauf von Fahrrädern von Juden zieht strengste Bestrafung nach sich. Gezeichnet Dr. von Plötz, Landrat. Luxemburg, April 1942. Tagebuch von Theophil Weyrich. Sonntag, den 5. April, Ostern. In der vergangenen Woche ist wieder einem Bauern ein Pferd kaputt gegangen, der sich schwerlich ein anderes kaufen kann. In der Lebensmittelversorgung wird es immer knapper. Waren es immer 400 Gramm Fleisch, was die Leute bekamen, so sind es jetzt nur mehr 300 Gramm. Brot wurde auch rationierter gemacht. Und dabei ist es sehr schlechtes Brot. Überhaupt alle Lebensmittel wurden gekürzt. Und dabei soll das Mehl nicht bis zur Ernte ausreichen. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Aber möglich ist es schon, denn in den Nachbarländern um uns ist heute schon große Armut, wie zum Beispiel in Belgien. Wenn man den Leuten glauben kann, die noch immer heimlich über die Grenze kommen, um Lebensmittel gegen andere Waren einzutauschen. Denn für Geld bekommt man nichts mehr zu kaufen. Früher war es gerade umgekehrt. Nicht, als ob die Leute heute im Geld schwimmen würden, nein. Sehr viele verdienen kaum so viel wie vor dem Krieg. Oder doch nicht viel mehr. Aber der große Beamtenstab, der verdient sehr viel Geld. Aber was nutzt es ihm? Er bekommt nichts dafür. Als sie die Lebensmittelrationen kürzten, da beschnitten sie die der Bauern natürlich auch. Wir hatten 90 Pfund Fleisch pro Kopf und Jahr. Jetzt sind es nur mehr 80 Pfund. Mehl bekommen wir auch weniger. Das Getreide wird jetzt zu, ich glaube, 95% ausgemahlen und dann kommt noch viel Roggen darunter. Aber was ich sagen wollte von Belgien, wenn hier und da einige kommen, alle sagen, wir haben seit Monaten keine Kartoffeln mehr bekommen, Fleisch sehr selten. Es herrscht große Armut in Belgien und in Deutschland ist es nicht besser. Also kann der Krieg nicht mehr lange dauern. Die Armut zeigt darauf hin, dass es hier in Europa noch dieses Jahr zu Ende geht. April 1942.
Dänemark, 1941 bis 1943. Tagebuch von Elise Jensen. Samstag, 13. September 1941. Zurzeit haben wir Margarinequalen. Wir bekommen keine mehr. Und die Zeitungen schreiben weiter, dass es für Volks-September-Marken ausreichend Margarine gibt. Das ist nicht mehr schön. Samstag, 6. Juni 1942. Das wird allmählich immer komplizierter mit der ganzen Markenplackerei. Aber wir dürfen trotzdem nicht klagen. Bei Severich gibt es zum Beispiel nur 31 Gramm Fleisch oder Aufschnitt am Tag und 2 Eier im Monat. Noch können wir Fleisch und Eier bekommen, wenn wir nur Geld haben. Samstag, 16. Januar 1943. Gestern und heute war es absolut nicht möglich, irgendwo Fleisch in irgendeiner Form aufzutreiben. Viele Schlachter haben schon am Vormittag geschlossen. Wir hatten ein wenig Bratwurst, um die sich die Leute fast geprügelt haben. Sonntag, 6. Juni 1943. Es ist völlig irre, etwas Essen zu besorgen. Die Menschen stehen in langen Schlangen beim Schlachter und bekommen kaum etwas. Mittwoch und gestern waren viele den Tränen nahe, weil sie kein Essen für die Feiertage bekommen konnten. Mittwoch, 25. August 1943. In dieser Zeit gibt es weder Fleisch noch Speck oder Aufschnitt in den Geschäften. Die Leute wissen einfach nicht, was sie essen sollen. 14 Tage haben wir nur nichts anderes bekommen als bayerische Würstchen von Wiedemann. Wilhelm hat jede Nacht von 19 bis 7 Uhr Wachdienst und keine freien Tage, weil es in der Stadt Krawall gegeben hat. Daganrock, Sowjetunion, April 1942. Bekanntmachung. Es wird allen Einwohnern der Stadt Daganrock zur Kenntnis gebracht, dass die Verteilung der Familiengemüsegärten für das Jahr 1942 folgendermaßen durchgeführt wird. Erstens, damit alle Antragsteller befriedigt werden können, ist die Größe einer jeden Parzelle endgültig auf 1000 Quadratmeter pro Familie festgesetzt worden. Zweitens, die Grundstückteile werden genau am festgesetzten Tag ab 7 Uhr morgens verteilt. Die Pächter haben sich dort zu versammeln und ihre Quittung über die Pachtzahlung mitzubringen. Nichterscheinen des Pächters oder einer ihn vertretenden Person wird als Absage betrachtet. Sein Gemüsegarten wird einem anderen Pächter übergeben. Drittens, jeder Pächter hat 2 mit Pflöcken versehene Bretter, die seinen Familiennamen tragen, mitzubringen. Diese Bretter müssen auf den Grundstückparzellen befestigt werden. Viertens, die Parzellen sind nur nach der Anweisung der Landbauabteilung in Besitz zu nehmen. Wer sich eine eigenwillige Aneignung erlaubt, wird streng bestraft. Fünftens, falls ungesprengte Flugbomben, Geschosse und Handgranaten auf den zugewiesenen Grundstückparzellen gefunden werden, muss die betreffende Stelle umgegraben und mit einem Hinweisschild versehen werden. Die Landbauabteilung ist jeweils zu verständigen. Diese wird für die Beseitigung der Sprengkörper sorgen. Eine Anmerkung. Diese Verpflichtung zum Umgraben der betreffenden Gartenstücke bedeutete, dass die Pächter zu menschlichen Minensuchern gemacht wurden. Sie riskierten beim Umgraben, in die Luft gesprengt zu werden. Smolensk, Sowjetunion, September 1942. Erinnerungen von Asia Schneidermann, einer Jüdin aus Smolensk. Streng geheim. Smolensk unter Besatzung. Im Smolensker Kriegsgefangenenlager, wo ich im Dezember war, bot sich ein fürchterliches Bild. Die Baracken waren gar nicht geheizt. Die Menschen lagen auf dem Boden. Es gab keine Pritschen. Wir bekamen Brot, das größtenteils aus Sägemehl bestand, mit einem geringen Prozentsatz Mehl. Kartoffeln, dazu gaben sie uns noch Ballander. So nannten die Gefangenen diese Suppe, in der ungeschälte Kartoffeln schwammen. Wenn ich aus der Baracke kam, war es entsetzlich, nach rechts und links zu schauen. Dort lagen haufenweise Tote, Gefangene auf dem Gebiet des Lagers. Bis zu 500 Menschen starben täglich. Und die, die noch dahin vegetierten, sahen kaum mehr wie Menschen aus.
Sie waren lebende Tote, die von Tag zu Tag auf den Tod warteten. Hungrig, schmutzig, ständig unter der Knute der Polizisten. Es war aber auch bestürzend zu sehen, wie russische Verräter, Leute von uns, mit der Peitsche in der Hand herumstolzieren und ihre Brüder misshandeln. Ende Dezember wurden wir Frauen alle aus dem Lager entlassen. Wir bekamen deutsche Dokumente. Man überließ uns selbst, hungrig, auf der Straße. Unter Polizeischutz stehend, wurden meine Freundin und ich mit einem Herrn bekannt, der uns zum Übernachten mit zu sich nach Hause nahm. In diesem Haus angekommen, wunderten wir uns nicht schlecht darüber, dass bei ihm, einem früheren Mitarbeiter des Hauses der Sowjets, wie er sich selbst empfohlen hatte, ein Hitlerporträt hing. Im Winkel hingen Ikonen. Er selbst war noch jung, seine Frau ebenfalls, und sie hatten zwei kleine Töchter. Später, als wir ihn etwas näher kennengelernt hatten, kam ich zu dem Schluss, dass dieser Iwanow ein völlig prinzipienloser Mensch war, ein Anpasser, ein kriecherisches Element. Unter der Sowjetmacht hing das Bildnis des Genossen Stalin bei ihm in der Wohnung und es gab dort keine Ikonen. Aber als dann die Deutschen kamen, hatte er sich schnell anders eingerichtet. Er wurde aus dem Dorf mit Brot, Butter und Milch versorgt. Er hatte sich einen Arbeitsplatz bei den Deutschen besorgt. Ich war Augenzeugin davon, wie dieser ehemalige Mitarbeiter des Hauses der Sowjets einen Geistlichen zu sich einlud und eine Panischida abhalten ließ. Das ist ein orthodoxer Totengedenkgottesdienst. Und wie er sich nach Kräften bemühte, indem er dem Geistlichen das Halleluja, Halleluja nachsprach. Mir war sehr zum Lachen und gleichzeitig schämte ich mich für ihn. Die Bewohner von Smolensk mussten einen schweren und strengen Winter überleben. Rein äußerlich war Smolensk traurig anzusehen. Diese schöne, alte, russische Stadt, von der nur noch Ruinen übrig blieben. Die Einwohner der Stadt, ihre Lebensgrundlage beraubt. Es war ein kalter und harter Winter. Brennholz gab es nicht. Die Wohnungen waren unbeheizt. Es gab kein Licht, Dunkelheit. Nichts zu essen, nichts anzuziehen. Denn der Mehrheit der Bevölkerung war alles, ihr gesamter Besitz, verbrannt. Nur selten sah man jemanden in einem guten Pelzmantel oder mit guten Schuhen. Waren doch irgendwelche Habseligkeiten geblieben, musste man sie gegen Brot eintauschen, um nicht Hungers zu sterben. Diese hungrigen, schlecht gekleideten Menschen ohne Schuhe zwangen die Deutschmichel, Schnee zu räumen, um die Straßen und die Eisenbahnschienen freizuhalten. Einerseits, weil die Fritzen das nötig brauchten, aber andererseits, weil sie den Anschein erwecken mussten, dass es in der Stadt keine Arbeitslosen gäbe, dass die ganze Bevölkerung einer Arbeit nachgeht. Auch der Frühling brachte den Einwohnern von Smolensk nichts Gutes. Die Menschen hatten ihre letzten eisernen Reserven aufgezehrt. Im Frühling begann man, Lebensmittelkarten für 200 Gramm Brot am Tag an die Smolensker Bevölkerung auszuteilen, an Arbeitende. Aber auch diese Brosamen bekommen sie nicht ganz. Die Menschen stellen sich um 12 Uhr nachts in Schlangen an. Sie stehen die ganze Nacht durch und das Brot reicht trotzdem nicht. Der Monat vergeht und die Karten werden ungültig. Sie geben neue Karten aus. Papier ist ja geduldig. Doch diese ganzen Karten liegen bei uns auf dem Klo. Ich selbst musste ab 1 Uhr nachts Schlange stehen. Ich stand die ganze Nacht und früh am Morgen verkündete der Verkäufer, dass es kein Brot geben wird, weil Brot nur an Organisationen ausgeliefert werde. Schwer zu sagen, was es derzeit in Smolensk überhaupt für Organisationen geben mag. Auf dem Smolensker Markt kostet ein Kilo Brot 2,50 Mark. Und das Monatseinkommen derjenigen, die bei den Deutschen arbeiten, beträgt durchschnittlich 10 Mark. Auf dem Markt wird alles ausschließlich für deutsches Geld verkauft. Sowjetisches Geld nehmen sie nicht. Der Markt ist traurig anzusehen. Der letzte Lumpenkram der Einwohner von Smolensk wird zu Markte getragen. Und was Lebensmittel betrifft, so sieht man selten Brot. Roggenfladen mit Kartoffeln, nach denen massenweise Schlange gestanden wird. Schimmlige Tomaten. Zur Arbeit nehmen die Deutschen ausschließlich junge Mädchen zu sich. Als Putzfrauen, für die Küche, im Hospital als Krankenschwestern. Im Sägewerk, wo ich arbeitete, schleppten 50-jährige Frauen mit mir zusammen Bretter. Dort arbeitete auch eine Frau namens Anna Grigorjewna. Sie war schon um die 50, sie konnte die Beine kaum bewegen.
Sie hob zwei Bretter hoch und ein Deutscher kam und befahl ihr, 4 bis 5 Bretter zu nehmen. Sie antwortete ihm, dass sie sie nicht hochheben könne. Und er gab ihr einen Stoß und schlug sie mit einem Stock. Ich ging hin und fragte, warum tust du das? Das ist doch eine alte Frau und du weißt, dass wir heute nur Ballander ohne Brot bekommen haben. Er antwortete mir, sagen Sie ihr, dass ich sie rausschmeiße, wenn sie weiter so arbeitet und an ihrer Stelle ein paar Junge einstelle. Ein andermal hat dieser deutsche Lump einen 12- oder 13-jährigen Jungen dafür verprügelt, dass der Junge nicht verstand, was der Deutsche zu ihm sagte. Er schlug ihn 2-mal. Der Junge fiel hin und konnte nicht wieder aufstehen. Ich fragte ihn, warum hast du ihn geschlagen? Das ist doch ein Kind. Wenn nicht Krieg wäre, würde er in der Schule sitzen. Und jetzt ist sein Vater an der Front. Seine Mutter hat er verloren. Er ist allein. Und was machst du mit ihm? Wie immer antwortete er mir, aber er beschimpfte mich nicht, weil er davon träumte, dass ich mit ihm am Sonntag spazieren gehe. Er versprach mir Schokolade. Ich antwortete ihm, dass sich russische Mädchen nicht für Schokolade kaufen lassen. Da sagte er mir, er werde mich davonjagen. Ich ging selbst weg von ihm, in eine Tischlerwerkstatt, die sich am selben Platz befand. Aber in der Werkstatt war es auch nicht besser. Einmal gehe ich nach dem Mittagessen in die Fabrikhalle. In der Halle arbeiteten 2 Deutsche, alle übrigen waren russische Kriegsgefangene. Da kommt ein Deutscher an die Werkbank und will anfangen zu arbeiten, als plötzlich der Meister wie wild geworden auf ihn losfährt. Lass doch die Russen arbeiten! Und als ein russischer Kerl, weil er so lange in der Schlange für die Ballander gestanden hatte, 5 Minuten zu spät in die Halle kommt, geht der Meister mit den Fäusten auf ihn los. Die Russ soll für sie arbeiten. Und sie füttern sie mit Ballander und 200 Gramm Brot am Tag. Einmal versammelten sich alle Mädchen aus der Werkstatt und ich fragte den Chef, warum ernährt ihr die Russen so schlecht? Er antwortete, ihr müsst dafür noch Danke sagen. Ihr würdet sowieso Hungers sterben, wenn die Deutschen nicht wären. Er sagte, Hitler habe Stalin ein Ultimatum gestellt. Die russischen Truppen sollten bei ihrem Rückzug das Vieh, das Brot und Ähnliches nicht mitnehmen, sondern alles vollständig vor Ort zurücklassen. Denn wenn sie alles mitnehmen, werde Hitler nicht beginnen, Lebensmittel aus Deutschland heranzuschaffen, um die Sowjetbevölkerung zu ernähren. Sie sind also unverschämt genug, um vom Export von Lebensmitteln aus Deutschland in die besetzten Territorien zu sprechen, während sie umgekehrt aus den besetzten Gebieten alles nur irgend Mögliche wegschleppen und damit die Bevölkerung zum Hungertod verurteilen. Kėdainiai, Litauen, Februar 1942. Der Landkreisarzt an die Hauptgeschäftsstelle für Gesundheitsfürsorge. In Teilen des Landkreises, wo es keinen Strom gibt, haben Ärzte in Bezirksambulanzen und in Entbindungsheimen kein Kerosin. Es kommt sehr häufig vor, dass schwerkranke Patienten abends oder in der Nacht in Krankenhäuser gebracht werden und dass es dann nicht möglich ist, erste Hilfe zu leisten, da man kein Licht hat. In Entbindungsheimen gibt es zwar elektrisches Licht, doch teilweise gibt es dieses in der Nacht nur für 2 Stunden. Die meisten Geburten erfolgen in der Nacht, doch die Arbeit ist nicht möglich, wenn es kein Licht gibt. Auch für die Registrierung von Neugeborenen wird das Licht die ganze Nacht lang benötigt. Die Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge können deswegen bei Abwesenheit von Licht ihre Arbeit nicht angemessen nachgehen und die Gesundheit der Patienten leidet darunter. Wegen der Beschaffung von Kerosin wurden deutsche Einrichtungen vor Ort sowie das Landkreisoberhaupt kontaktiert. Jedoch waren die von überall erhaltenen Antworten negativ. Aus diesem Grund bitte ich die Hauptgeschäftsstelle für Gesundheitsfürsorge, sich um die Erlaubnis zu kümmern, für die Ambulanzen Kerosin zu besorgen. Insgesamt 55 Liter Kerosin würden für einen Monat reichen. Athen, 13. Mai 1942. Schreiben eines Angestellten des Hotels Grand Bretagne. An den Vorsitzenden des Rote-Kreuz-Komitees für Armenspeisung. Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Tafelkomitees. Wie bekannt gibt es in der Nachbarschaft Durgoti in der Valtazzi-Straße eine Tafel für Bedürftige,
die von Damen der Gesellschaft beaufsichtigt wird. Diese Tafel hat vor einigen Tagen der Herr Bürgermeister von Athen besucht. An diesem Tag ist meiner Meinung nach Folgendes Unerhörtes passiert, welches ich als meine Pflicht empfinde, Ihnen zur Kenntnis zu bringen. Die beiden bedürftigen Kinder des armen und kranken Pawliwajki, der wohl bemerkt vor 2 Monaten ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sind wie üblich zur Tafel gekommen, um ihr Essen zu bekommen. Doch sie wurden diesmal von den Damen, die das Essen verteilten, abgewiesen, weil sie barfuß waren. Diese beiden Kinder blieben an diesem Tag ohne Essen, nur aus dem Grund, dass sie keine Schuhe zum Anziehen hatten. Und ich frage mich, Herr Vorsitzender, haben die Tafeln zum Ziel, Essen an gut gekleidete Kinder zu verteilen oder an die wirklich Bedürftigen, die alles entbehren? Erst recht Schuhe. Ich bitte Sie, Herr Vorsitzender, dass Sie die Güte haben werden, sich dieser Angelegenheit anzunehmen. Denn es wäre unverzeihlich, wenn genau jene Kinder von der großen Wohltat der Tafeln ausgeschlossen werden, die am meisten die soziale Zuwendung benötigen, welche so großzügig von den Tafeln in die Nachbarschaften geleistet wird. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten und verbleibe hochachtungsvoll Yorgos Drossos, Angestellter des Hotels Grand Bretagne. Niederlande, Winter 1944. Die Verwendung von Tulpenzwiebeln. Tulpenzwiebeln können als Nahrungsmittel verwendet werden. Sie verfügen über einen hohen Stärkeanteil und je nach Sorte haben sie einen leichten Beigeschmack. Sie entwickeln durch das Kochen eine mehr oder weniger mehlige Konsistenz. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, in Gewichtsmengen anzugeben, wie viele Tulpenzwiebeln man für bestimmte Rezepte nehmen soll. Suppe von Tulpenzwiebeln. 1 Liter Wasser, 1 Zwiebel, 4 bis 6 Tulpenzwiebeln, Aroma, Salz, 1 Teelöffel Öl, Curryersatz. Die Zwiebel fein würfeln und mit dem Öl und dem Curryersatz hellbraun dünsten. Wasser und Aroma hinzufügen, die Suppe zum Kochen bringen. Die geputzten Tulpenzwiebeln in die kochende Flüssigkeit hineinraspeln, das Ganze unter Rühren kurz durchkochen lassen und mit Salz abschmecken. Polen, 10. Januar 1940. Auszug aus der Chronik der Besatzung von Ludwig Landau. Die Kälte hält an und macht es unmöglich, die Wohnungen ausreichend zu heizen, da es derzeit Probleme bei der Beschaffung von Brennmaterial gibt, wenn überhaupt etwas verbrannt werden kann. Die ganze Bevölkerung friert. Das eisige Wetter hat die Zahl der Straßenverkäufer verringert. Im Großen und Ganzen sind sie trotz neuer Vorschriften weiterhin tätig, während repressive Maßnahmen gegen sie noch nicht begonnen haben. Die wohlhabenderen Bevölkerungsgruppen, vor allem ehemalige Industriearbeiter und Stadtbewohner, fungieren als Zwischenhändler im Großhandel oder quasi Großhandel. Sie gehen in der Stadt umher, vor allem in Konditoreien und Cafés, die wieder, wie in den Zeiten des Weltkriegs und der Inflation, zu Zentren der Schwarzmarktschieberei geworden sind. An dieser Form des Handels scheinen Juden, anders als es die Glaubensstrukturen der am Geschäft Beteiligten vermuten lassen, nur in geringem Maße beteiligt zu sein. Auch an den heute so beliebten Haus-zu-Haus-Verkäufen sind sie weniger beteiligt. Dies ist auf die erhöhte Gefahr von Raubüberfällen zurückzuführen, der jüdische Personen und insbesondere Häuser ausgesetzt sind, sowie auf die Schwierigkeiten, sich in der Stadt zu bewegen und so weiter. Das Tragen von Armbinden ist für die eher assimilierten Personen, die entweder jüdisch oder jüdischer Herkunft sind, immer noch eine schwer zu lösende Angelegenheit. Wenn sie die Armbinden tragen, setzen sie sich allen möglichen Schikanen aus, werden zur Arbeit gezwungen, geschlagen. Von Zeit zu Zeit misshandeln Gruppen deutscher Soldaten diejenigen Fußgänger, die sie tragen. Die, die sich dagegen entscheiden, sind dem Risiko ausgesetzt, angehalten und nach ihrem Ausweis gefragt zu werden. Wobei diejenigen, die gegen die Regeln verstoßen, Gefahr laufen, verhaftet zu werden. Die Strafe beträgt anscheinend 3 Monate im Pavia-Gefängnis oder ein Bestechungsgeld zahlen zu müssen. Bei letzterem Verfahren unterstützen polnische Polizeibeamte ihre deutschen Kollegen sowie einzelne Erpresser, für die diese Art von Aktivitäten sehr profitabel geworden ist.
Velp, Niederlande, 1945. Tagebuch von Frau Heusinghaar Sann. 26. Februar. Die Kinder von Litti, Thea und Anneke, nur noch Haut und Knochen, sind von Banning nach Naaldwijk mitgenommen worden. Als Banning die Kinder traf, hatten sie Weinkrämpfe. Beide saßen auf dem Sofa und jede weinte mehr als die andere. Sie sind sehr reizbar, da sie nun nicht genug zu essen kriegen. Sie fragen den ganzen Tag lang nach Brotschnitten und Kartoffeln. Und Litti hat nicht genug. Außerdem leiden sie, oder sie litten eher an der Kälte, da so viele Fenster gebrochen waren von der V1 direkt neben ihrem Haus. Und Litti hat nicht genug Brennstoff. Banning beschloss, dass es für die Kinder so nicht weitergehen könne und wollte sie mitnehmen. Er hat wohl noch Lebensmittel in Naaldwijk. Als die Kinder hörten, dass sie dort jeden Tag Kartoffeln kriegen würden, wollten sie gerne mitgehen. 27. Februar. Vaters Schachtel mit seinen Papieren blieb unberührt. Zum Glück. In den Gärten gibt es nun Schneeglöckchen und Krokusse und Erle und Weidenkätzchen. Die Bäume und Büsche knospen schon. Oh, herrlicher Frühling. 1. März. Ja, Frühling hebt die Laune. Allerdings ist es traurig, dass der Westen unseres Landes gezwungen ist, wegen Hungersnot Tulpenzwiebeln für viel Geld zu kaufen und sie dann zu essen. Tulpenzwiebeln, der Stolz von Holland im Frühling. Ist es nicht zum Heulen? Zum ersten Mal seit Mitte Dezember haben wir Kartoffeln vom Versorgungsamt bekommen. 2 Kilo pro Person. Das ist sehr willkommen, obwohl es nicht viel ist. Glücklicherweise essen wir noch von den Kartoffeln, die wir bekommen haben. Wohl sehr sparsam, aber wenigstens haben wir zumindest diese noch. Prag, März 1945. Bekanntmachung. Am 9. März 1945 sind Jaroslav Sawetzki aus Wohaschitz, Johann Betschwar aus Chlum, Josef Butschil aus Molotel und Franz Kapela aus Karaslohota hingerichtet worden, die das Sondergericht bei dem deutschen Landgericht Prag zum Tode verurteilt hat. Die Verurteilten haben als Landwirte erhebliche Mengen ihrer ablieferungspflichtigen Getreideernte böswillig zurückgehalten und teilweise raffiniert versteckt, um sie der öffentlichen Ernährungswirtschaft zu entziehen. Dabei setzten sie sich auch über die ihnen wiederholt gebotene Gelegenheit nachträglicher straffreier Ablieferung des zurückgehaltenen Brotgetreides, trotz Kenntnis der schweren Folgen eines derartigen Verhaltens, hinweg. Der Oberstaatsanwalt bei dem Deutschen Landgericht in Prag. Ganz herzlichen Dank an Annette Daugard, dass Sie uns diese Quellen in ihrer Vielfalt, aber auch in ihrer Drastik vorgeführt haben und uns, glaube ich, in eine Welt hineinversetzt haben, die deutlich macht, was für schwierige existenzielle Erfahrungen die Menschen in den besetzten Ländern durchstehen mussten. Während hier das Podium vorbereitet wird, nutze ich die Zeit und stelle Ihnen schon mal die 3 Teilnehmenden an dem Podium vor. Tatjana Tönsmeier ist bereits kurz erwähnt worden. Ich liefere ein paar Informationen zu ihrer Vita nach. Nach Stationen in Marburg und an der Humboldt-Universität war sie am Berliner Kolleg für vergleichende Geschichte Europas verankert und hat 2011 den Ruf an die Bergische Universität Wuppertal erhalten, war zwischenzeitlich am KWI in Essen. Ihr Oeuvre kommt immer wieder auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Das Dritte Reich und die Slowakei war ihre erste Monographie. Und sie ist Co-Herausgeberin von Bänden zu Formen der Kollaboration im östlichen Europa sowie zur NS-Forschung nach 1989-90 und arbeitet gerade, wenig überraschend, an einer neuen Monographie, an einem neuen Buch Leben unter deutscher Besatzung. Der zweite in der Runde
ist Jerzy Kochanowski von der Universität Warschau, wo er 2005 Professor wurde. Zwischenzeitlich war er auch am Deutschen Historischen Institut in Warschau verankert, war zwischenzeitlich am Emeritus-Kolleg in Jena. Und sein Oeuvre ist ebenfalls schwerpunktmäßig zum Zweiten Weltkrieg und zu den unmittelbaren Nachkriegsjahren. Er hat ein vielbeachtetes Buch zur polnischen Heimatarmee, zur Armia Krajowa, veröffentlicht, wo es auch um die Frage der Interpretation der Deutung dieser Formation ging. Er hat zu dem Volksdeutschen publiziert und immer wieder zu Migration, auch verschiedenen Migrationsströmen und Vertreibungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Er ist Mitherausgeber auch eines Buches, das Deutschland und Polen, Krieg und Erinnerung zum Thema hat. Und der dritte im Bunde ist Peter Romein. Er ist Forschungsdirektor am Institut für Kriegs- und Holocaust- und Genozidforschung, auch sehr gut bekannt unter dem Kürzel NIOT, ist gleichzeitig an der Universität Amsterdam verankert und hat eine preisgekrönte Dissertation zur Strafverfolgung und Reintegration niederländischer Nationalsozialisten vorgelegt, hat immer wieder zur Besatzung und Kollaboration gearbeitet, letztens auch ein Buch zur Rolle der niederländischen Lokalverwaltung, also speziell der Bürgermeister, ist Mitherausgeber übrigens auch des Berichtes, der an die niederländische Regierung ging, zu den Vorkommnissen in Srebrenica, hat also auch hier, ist auch hier ein gefragter Experte gewesen, und sein letztes Buch handelt über die Niederlande und Massengewalt im Jahrzehnt zwischen 1940 und 1949. Ich würde dann alle bitten, hier ans Podium zu kommen, und wir werden erstmal eine Runde unter uns machen und dann würde ich die Diskussion eröffnen. Wie gesagt, gerne aus dem Saal, wenn Sie sich melden, können Sie sich schon in Richtung des Saalmikrofons, das Sie von mir aus gesehen auf der linken Seite sehen, bewegen. Ich habe aber auch den Mailverkehr im Auge und würde dann passende Fragen auch von dort aus einspielen. So, dann schauen wir, ob der Mikrofonwechsel funktioniert hat. Das scheint der Fall zu sein. Ja, wie gesagt, die Edition baut auf einem neuen Konzept, auf einem neuen Bild von Gesellschaft unter diesen extremen Bedingungen, die Sie jetzt nochmal wirklich sehr sprechend, sehr plastisch aus den Quellen erfahren haben. Auf dem baut das auf. Tatjana Tönsmeier ist die wesentliche konzeptionelle Kraft hinter diesem Entwurf, das auch für die Geschichtswissenschaft durchaus viele neue Facetten bereithält. Meine Frage wäre, wie kann man diese Besatzungsgesellschaften jenseits aller Unterschiede und regionalen Varianten denn prinzipiell definieren? Was gewinnen wir mit diesem Blick auf Gesellschaften in Extremsituationen? Und wo ergeben sich Anknüpfungspunkte für weitere Forschung? Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank, dass Sie alle heute Abend hier sind, dass Sie unsere Quellen angehört haben und dass Sie gleich mit uns diskutieren werden. Ich bin gefragt worden, warum reden wir über Besatzungsgesellschaften und was ist das eigentlich? Als wir angefangen haben, an diesem Projekt zu arbeiten, mit sozusagen Kolleginnen und Kollegen aus fast 20 Ländern und mit je unterschiedlichen Nationalhistoriografien, haben wir uns überlegt, wie kriegen wir eigentlich diese europäische Vielfalt, diese Unterschiede zwischen den Kanalinseln und Griechenland, zwischen der Ukraine und Frankreich, zwischen den Niederlanden und Polen, wie kriegen wir eigentlich diese vielfältigen Unterschiede sozusagen gebündelt, sodass wir nicht hinterher sagen, und überall ist alles irgendwie anders. Und das heißt, was wir angefangen haben, uns zu überlegen, ist, was heißt eigentlich Besatzung? Nicht, was heißt Krieg? Darüber haben wir viel Forschung. Und nicht, was heißt Frieden, das wissen wir auch. Sondern wir haben uns gefragt, was bedeutet es, unter Besatzung zu leben? Und einer der ersten Punkte ist zu sagen, die Besatzer sind anwesend. Wenn Sie an eine Stadt wie Smolensk denken, Russland, haben wir heute eine Quelle von Annette Daugert gehört. Wenn Sie an Jütland denken, wo vielleicht viele von Ihnen im Urlaub waren, wenn Sie an die französische Atlantik- oder auch Kanalküste denken, dann sind das alles Orte, da gab es im Zweifelsfall mehr Deutsche als Einheimische.
oder genauso viele Deutsche wie Einheimische. Sie haben in Jütland sozusagen Orte, da sind, wo Deutsche stationiert sind, sind sehr viel mehr Deutsche als Einheimische. Und das heißt, wir haben uns gefragt, was bedeutet eigentlich Besatzung? Und Besatzung bedeutet, nicht an jedem Ort, aber an vielen Orten, dass man mit diesen Deutschen irgendwie umgehen muss. Die sind nämlich da. Man kann die sozusagen nicht übersehen. Und die tun ziemlich viele Dinge. Das, worüber wir heute Abend reden und was sozusagen ein erster Schwerpunkt war, ist, die beuten aus. Und Ausbeutung führt dazu, dass es in diesem gesamten Europa zwar in unterschiedlichen Intensitäten, in Dänemark fehlt die Butter und in Kharkiv sterben die Menschen vor Hunger. Aber überall in diesem besetzten Europa gibt es ziemlich schnell Mangel. Und es gibt an vielen Orten Hunger. Und es gibt einen Hunger sozusagen, was wir aus der Forschung kennen, ist die Hungerpolitik gegenüber der Sowjetunion. Gerade jetzt haben wir vor wenigen Tagen uns an die Blockade in Leningrad erinnert. Aber es gibt Hunger sozusagen an Orten, über die wir das sozusagen in dieser europäischen Perspektive wenig gewusst haben. Und das heißt, was wir uns gefragt haben, ist, was bedeutet Besatzung? Wie geht man eigentlich mit Fremdherrschaft um? Und diese Fremdherrschaft ist sozusagen anwesend. Wir haben in den Quellen gehört, was es bedeutet, Schlange zu stehen. Und wir hätten auch Quellen vorschlagen können, wo Deutsche an die Spitze dieser Schlangen gestanden sind. Sie stehen 5 Stunden auf irgendwas an, womit sie jemanden versorgen wollen. Und dann kommen 3 Soldaten und kaufen alles auf. Das heißt, die sind anwesend, die prägen, die beuten aus. Die sorgen auch für viele andere Dinge. Und das heißt, was wir uns gefragt haben, ist, was bedeutet Besatzung? Wie funktionieren Gesellschaften unter Besatzung? Und ich könnte Ihnen viele weitere Aspekte liefern. Und die Reihe, die wir dankenswerterweise ja mit der Topografie machen dürfen, wird über verschiedene Situationen zeigen. Wie verändert sich Arbeit unter Besatzung? Wie verändert sich Freizeit unter Besatzung? Wie verändert sich Wohnen unter Besatzung? Und für alle anderen weiteren Aspekte auch. Und das, was man grundsätzlich zeigen kann, ist, dieser Alltag unter Besatzung, der ist nicht mehr normal. Der ist sozusagen voller Anspannung, voller Druck, voller sozusagen, Remsmar hat das mal genannt, es geht um Strategien des Sich-Einrichtens im Unübersichtlichen. Es ist nicht mehr klar, wem ich vertrauen kann. Und es macht auch mit den Menschen was. Wenn ich über mich selber als sozusagen denke, dass ich mich an Recht und Ordnung halte, ist es dann in Ordnung, auf dem Schwarzmarkt einzukaufen? Ist es dann in Ordnung, auf dem Schwarzmarkt einzukaufen und meine Kinder zu versorgen? Und ist es dann in Ordnung, jemanden zu denunzieren, wenn ich dafür ein Lebensmittelpaket bekomme, womit ich meine Kinder versorge? Das heißt, worum es uns geht, wenn wir über Alltag unter Besatzung reden und über Besatzungsgesellschaften reden, was macht das mit Menschen? Welche Anspannungen sind da? Welche sozusagen Strategien, die eben nicht mehr dieser Vorkriegsnormalität entsprechen? Und welcher Kummer, welche Leid jenseits von dem, also gerade hier im Hause muss ich das niemandem erklären. Wir haben sozusagen eine weite Forschung über Täter. Wir wissen darüber sehr, sehr viel und das ist auch gut so. Aber was macht das mit den Menschen, diese Anspannung, die Besatzung bedeutet, zusätzlich zu der Bedrohung mit Tötungsgewalt? Und das ist sozusagen der Kontext, um den es uns geht. Und falls ich später nochmal dran will, würde ich auch nochmal sagen, warum das eine enorme Bedeutung für Shoah-Forschung hat. Aber vielleicht war das mal sozusagen ein erster Einstieg, warum wir das tun, was wir tun. Ja, vielen Dank. Jerzy Kochanowski arbeitet ja eigentlich schon seit Beginn seiner akademischen Karriere zum Zweiten Weltkrieg. Polen ist vielleicht neben Russland das Land, das einem in Deutschland spontan als erstes einfällt, wo der Zweite Weltkrieg und die deutschen Verbrechen, die deutsche Besatzungszeit kardinal ist für das historische Selbstverständnis. Also vieles auch im politischen Rahmen von diesem Fokus aus definiert und überlegt wird. Die Edition macht ja eine ganz andere Perspektive auf. Also welche Felder öffnet diese Edition für das, was in Polen gerade zum Zweiten Weltkrieg erforscht wird? Welche auch Vergleichsperspektiven macht sie auf? Was ist das Neue? Und wie fügt sich das ein in das, was in Polen gerade zum Zweiten Weltkrieg an Diskussionen öffentlich und in der Wissenschaft geführt wird?
Ich habe etwas Angst. Seit März voriges Jahres habe ich relativ wenig Möglichkeiten, auf Deutsch zu sprechen. Also Entschuldigung für eventuelle Fehler und so weiter. Ja, also diese 600 Dokumente teilen sich in zwei Gruppen. Also nach der Lektüre der ersten Gruppe kann man eine Frage stellen, warum haben überhaupt unsere Vorfahren überlebt? Also sie sollen nicht überleben. Ja? Und die zweite Gruppe von Dokumenten erklärt, warum, wie haben sie überlebt. Und das ist sicher, und ich habe keine Zweifel, dass dieses Buch ist ein Wegbereiter, ein Fundament und eine Grundlage für die zukünftige Ergänzungen, Vertiefungen, Forschungen, vielleicht ganze Forschungsprojekte, auch die Vergleiche. Dieses Buch meiner Meinung nach sicher zwingt zu vergleichen. Aber Peter Haslinger hat schon die verschiedenen Anpassungsstrategien erwähnt. Und sicher, diese Anpassungsstrategien führten zu einer Art von Domestizierung in der Besatzung. Wir benutzen diesen Termin im Fall von der Besatzung relativ selten. Aber die Besatzungen, nicht nur in Polen, in Holland, Belgien, Russland auch, wurde domestiziert. Damit ist natürlich die Notwendigkeit verbunden, verschiedene Akteure, also sowohl die Besatzer als auch die Besetzten und auch die Beziehungen zwischen diesen zwei Gruppen zu berücksichtigen und zu zeigen. Damit ist auch eine Gruppe von verschiedenen Erscheinungen verbunden, wie zum Beispiel die Kompromissen. Also die Kompromissen seitens der zwei Seiten, sowohl der Besatzer als auch der Besetzten. Weiter die Korruption. Das ist eine der wichtigsten Erscheinungen, wie kann man auch in diesen Dokumenten finden. Aber vielleicht können wir auch dieses Thema etwas verbreiten. Weiter nicht nur Illegalität, sondern auch Halblegalität oder Inoffizialität. Das sind auch ganz andere Termine. Zum Beispiel in Polen funktionierten besonders in der zweiten Hälfte der Besatzung ungefähr 10.000 polnischen Genossenschaften. Sie werden von deutschen Besatzern benutzt, um die Beschaffung von Zwangslieferungen, besonders landwirtschaftlichen Produkten, zu erleichtern. Und das war, dazu dienten diese polnischen Institutionen. Aber gleichzeitig beträchtlichen Anteil dieser Produkte wurde halboffiziell verteilt unter die polnische oder die ukrainische Gesellschaft, teilweise auch jüdische, das auch gleichzeitig den Verbrauch verbesserte. Und das waren Tausende von Tonnen.
Und in manchen Dokumenten kann man keine Spur gefunden. Einer der wichtigsten Helden, vielleicht in Anführungszeichen dieser Dokumenten, das war der Schwarzmarkt und Schleichhandel. Ja, jedes zweite Dokument spricht etwas über diese zwei Erscheinungen. Aber wir, Tatjana Tensmeyer hat das schon erwähnt, nur am Rande. Schwarzmarkt hat das Überleben ermöglicht, aber gleichzeitig hat nichts zu tun mit der Ethik und nichts zu tun mit Moral. Und zum Beispiel Ausmaß der oft lebensgefährlichen Betrügereien, Fälschungen und so weiter von Alkohol, Fleisch, Milch oder Mehlprodukte war enorm. Und auch das waren die Opfer nicht von Hunger, aber die Opfer von Schwarzmarkt, die an der anderen Seite hat auch tausende Leben gerettet. Noch ein, ich ende schon. Die Knappheit, Mangel, Hunger schlossen einen luxuriösen und anspruchsvollen Konsum nicht aus. Und Luxus in der Besatzungszeit, das klingt vielleicht paradoxal. Das war keine Seltenheit, nicht nur in Polen. Das müssen wir auch berücksichtigen. Nur ein Beispiel. Der bekannte polnische Schriftsteller Jarosław Iwaszkiewicz, Besitzer auch während des Krieges eines Landgutes in der Nähe von Warschau, verheiratet mit der Tochter eines reichen Industriellen, beschrieb das Mittagessen, zu dem er Ende 1941 von einem Hausmeister des Warschauer Gerichts eingeladen wurde. Hausmeister, ganz normaler Mensch. Aber dieses Gerichtsgebäude lag zwischen dem Ghetto und dem polnischen Teil Warschaus und war für die Juden einer der wichtigsten Wege aus dem Ghetto. Das war wirklich an der Grenze und wurde benutzt, sowohl von Juden als auch von polnischen Polen benutzt. Und das war ein Weg für die Juden vom Ghetto nach Warschau, natürlich nicht umsonst. Es war eine bestimmte Tarife für solchen Hausmeister. Und Iwaszkiewicz beendete seine Beschreibung des Menüs bei diesem Hausmeister mit den Worten: "So gut habe ich schon lange nicht gegessen." Das ist wirklich paradoxal und das vielleicht sollen wir auch berücksichtigen. Und ich war auch sicher, wir haben Themen vielleicht für die ganze Generationen von Historikern. Das hoffen wir, dass das zutrifft. Wir sind da ziemlich sicher, dass dem so ist. Was jetzt gerade Paradoxien betrifft, die Niederlande haben gerade eine intensive Diskussion. Ich glaube, Fotoalben waren mit der Auslöser, wo quasi die Grenzen zwischen besetzenden Kräften und der Lokalbevölkerung gar nicht so strikt gezogen waren, sondern viele Formen des menschlichen also Miteinanders auch erkennbar waren. Weitgehend unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit hat sich hier nochmal prinzipiell die Bewertung der Besatzungszeit gestellt. Peter Roman hat mit seiner Studie zu den Bürgermeistern, glaube ich, hier auch wesentlich an der Diskussion beigetragen. Die Frage wäre nun, wie wird hier der Zweite Weltkrieg gesehen? Die Niederlande sind ja quasi ein Erfolgsmodell auch der europäischen Integration. Auch die Geschichtsbilder beziehungsweise die Konkurrenz mit Deutschland ist ja kein geschichtspolitisches Streitthema mehr.
Oder ist es das wieder, also wie haben solche Entdeckungen dieser Paradoxien, die Jerzy Kochanowski gerade aufgerufen hat, was bedeutet das heute, was sagt das der Bevölkerung, was sagt es den Nachfahren und welche Impulse für die Forschung beziehen wir daraus? Ja, das ist eine ganz große Frage. Zuerst möchte ich mal dem Veranstalter möchte ich mich bedanken für die Einladung und ich möchte auch die Herausgeber gratulieren mit der Band, auch aus Namen meiner Kollegen René Koch und Kees Ribbens. Die ganze Frage der Verarbeitung der Vergangenheit ist irgendwie eine Frage der, würde ich sagen, Nationalisierung der Erfahrungen in den Niederlanden. Längere Zeit ist die Besatzungszeit einfach erfahren als eine Demütigung, als eine Lage der Unmacht im Verhältnis zwischen den Besatzern und die besatzte Bevölkerung. Unmacht in dem Sinne, dass man eigentlich nicht mehr in der Lage war, die eigenen Lebensverhältnisse zu bestimmen. Und zuerst hat das irgendwie, ist die Versorgungslage relativ günstig gewesen, vor allem wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, vor allem in besetzten Polen, Sowjetunion, Mittel- und Südeuropa. Aber nach und nach ist die Lage auch immer verschlechtert, bis zum Hungerwinter, wo wir diese Tulpenzwiebelsuppe gehört haben. Und die Demütigung ist, glaube ich, eine grundsätzliche Erfahrung. Ich erinnere mich die Erzählungen meiner Mutter, die als junges Mädchen mit ihrer Mutter Milch gekauft hat beim schwarzhändlernden Bauern und die Demütigung, die sie gelitten hat unter das Verhalten des Bauerns, von dem sie total abhängig waren. Und das war ein niederländischer Bauer, aber irgendwie war natürlich die Lage der Besatzung und der Besatzer, die auch als Plünderer angesehen werden, der Plünderer des nationalen Reichtums, aber auch des nationalen Vermögens, sich selber zu versorgen. Und diese Demütigung wurde in der Historiografie, würde ich sagen, ganz schnell nationalisiert, in dem Sinne, dass die Niederlande, genauso wie manche andere besetzte Länder, eigentlich Nationalstaaten waren, die in Gefahr waren, während des Zweiten Weltkrieges, während der deutschen Besatzung, einfach aufzulösen. Man wusste eigentlich nicht, wie die Zukunft aussehen würde. Und das Gefahr der Auslösung des Nationalstaats hat die Nachkriegseliten dazu geführt, die haben sich selber nicht, ich meine, das Land hat sich selber nicht befreit, das sind die Alliierten gewesen, die einfach die Befreiung auf den Tisch gelegt haben und daher waren die nationalen Eliten der Nachkriegszeit ganz schnell daran interessiert, um die Erfahrung der Demütigung und alles einfach zu nationalisieren und umzubauen in eine Legitimierung der Nachkriegsgesellschaft und des Nachkriegsstaates. Und die kollektive Leiden wurden einfach exploitiert als ein Grundstoff für nationale Wiederaufstehung. Wir haben zusammen gelitten und wir werden zusammen kämpfen für den Wiederaufbau und Wohlfahrt. Also, das hat eigentlich auch das Geschichtsbild grundsätzlich gefestigt. Und ich glaube, wenn ich so den Sprung mache nach dieser Edition, es ist unheimlich wichtig, dass wir die Fragen, die wir heute besprechen, aus einer internationalen Perspektive besprechen. Natürlich haben die niederländischen Historiker das selber auch gemacht und das hat tatsächlich zu großen Kontroversen geführt, vor allem mit Bezug auf einheimische Kollaboration. Na, wir können diskutieren, was Kollaboration ist und ob es ein nützliches oder hilfreiches Terminologie einhält, aber Kollaboration der einheimischen Eliten ist eigentlich das ganz große Thema der niederländischen Nachkriegsdebatte gewesen und dann vor allem natürlich seit den 60er Jahren mit Bezug auf die Shoah und die Art und Weise, wie die niederländischen Behörden vor allem und die niederländische Gesellschaft im Allgemeinen
mitverantwortlich gewesen sind für die Deportierung der Juden. Und da kommt eigentlich ein Thema nach vorne, das, was Peter Haslinger gerade genannt hat, die Entsolidarisierung in der Gesellschaft, als gesellschaftliches Phänomen. Die Entsolidarisierung mit den Juden, mit den verfolgten Juden in den Niederlanden waren tatsächlich organisiert worden von der Besatzer mit zahllosen Verordnungen und polizeilichen Maßnahmen und alles. Und die niederländische Gesellschaft hat in großen Zügen einfach mitgearbeitet. Und wir sind daran gewöhnt, den Shoah zu betrachten als ultimatives wir sind nicht die Shoah nur, aber einfach wie die Shoah ausgelaufen ist. Ich meine, den Massenmord ist das ultimative Verbrechen der Nazi-Besatzer gewesen. Aber dann, was man dann eigentlich tendiert zu vergessen, ist natürlich auch, dass die Ausgrenzung der niederländischen jüdischen Bürger oder die Juden auf dem niederländischen Hoheitsgebiet, die Ausgrenzung, die Diskriminierung, die 2, 3, 4 Jahre genommen hat, das ist auch ein Verbrechen. Und da spricht schon die Entsolidarisierung, vor allem auch im Bereich der Versorgung. Denn es ist nicht nur die administrative Ausgrenzung der Juden in den Niederlanden gewesen, die Teil des Verbrechens gewesen sind, aber auch einfach das schnelle Durchführen einer ganz schlechten Versorgungslage. Gerade auch die Möglichkeiten, um einzukaufen, sind verfallen. Die Möglichkeiten, um bestimmte Sachen zu kaufen. Die Juden sind nicht in Sozialunterstützung untergebracht worden. Die Juden haben nicht die Möglichkeiten gehabt, Zuteilungsmarke zu bekommen. Also die Entsolidarisierung zeigt sich hier. Und das ist, glaube ich, was wir brauchen. Wir brauchen einfach zu denken in neue Terminologie, in neue Begriffe, die grenzüberschreitend sind, um die nationale Historiografie einigermaßen zu durchbrechen und nicht immer die gleichen Erzählungen wieder zu hören, als sinnstiftend für die Nationalgeschichte. Wir müssen einfach die Nationalgeschichte in dem Sinne auch loswerden, um zu verstehen, was es eigentlich gewesen ist, um besetzt zu sein. Das will ich einmal betonen. Ja, das ist, glaube ich, ein Plädoyer, das man nur unterstreichen kann. Wir haben jetzt